Wir haben es gerade gehört, Sudetenland, Schwabenländle und dann Berlin. Drei ganz unterschiedliche Regionen, die ihr Leben geprägt haben. Was oder wo ist denn für Sie persönlich Heimat? Wenn ich schnell und nicht nachdenke, antworten soll, sage ich Berlin. Nächste Woche sehen wir uns wieder in Ihrem Nachtcafé, dann mit dem Thema Wanderlust. Was macht das eigentlich mit uns? Und was sind diese Freigeister? Wo gehen diese Freigeister voller Wanderlust hin? Ich freue mich sehr auf Sie, bis wir uns wiedersehen. Alles Gute. Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad. Im Flieger, genau. Sozusagen. Dir ging es im Prinzip los. Ich habe keine Brille auf Tschechien. Alles gut, Tschechei, du Österreich, bist besser in den Flaggen. Hier, Georgien warst du auch? Georgien war mal, danach Aserbaidschan, Iran. Was waren so denn die Highlights auf der Reise? Kann man das überhaupt so schnell sagen? Erdbeben dabei, Skorpionstich dabei. Was macht man denn bei einem Skorpionstich? Ich hatte eine taube Zehe für 2 Wochen und dann war es wieder okay. Aber Sie haben es gerade angesprochen, die junge Generation ist mobil wie noch nie zuvor. Man schafft Nähe auch durch Videochats, durch Sprachnachrichten und schafft da ganz andere Heimatbezüge. Ist es einfacher geworden für die junge Generation, eine Heimat zu finden, wenn man eigentlich in der ganzen Welt zu Hause ist? Neuanfang sozusagen, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil ich sage jetzt mal, böse Männer gibt es ja genug. Wir haben gerade auch über verschiedene Heimaten gesprochen. Von Deutschland in die Schweiz ging es und von Deutschland auf den afrikanischen Kontinent. Herr Kaschuba, ich würde Sie gerne fragen, ist da die Heimat flexibel? Gibt es den Plural von Heimat oder bleibt es immer so eine Art Sehnsucht, Heimat? Schade, dass Sie mich jetzt nicht gefragt haben, ob ich einer Frau gefolgt wäre. Das können wir ja noch nachholen.